So, meine Damen und Herren, live aus Carolinensiel. Sie sehen die Dame im Friesenerz. Was sagen Sie denn zu Carolinensiel, Frau Etepetete? Wir müssen da runter. Okay. Ja, jetzt sind wir in Carolinensiel. Gestern 7 Stunden Auto gefahren, von der Ostsee an die Nordsee. Hier an der Nordsee ist leider etwas Schiedwetter, wie man sieht. Oh, jetzt laufen wir mal durch den Ort. Wir haben gerade ein bisschen Sonne. Luisa, komm! Du meinst, wenn sie unter? Das sind die Museumsschiffe, ne? Du meinst, wenn sie so? In der Harle. Luisa, nicht da reinfallen. Ich habe keinen Bock, hinterher zu springen. Komm her. So, jetzt können wir da mal gucken gehen. Museumsweg. Gebrüder AZ5. So sieht das Ganze dann aus. Schick, schick. Ja, Luisa, lies mal vor. Ich verstehe nichts. Wir lesen gar nicht. Wie, du kannst nicht lesen? Ich kann nicht. Nala, was sagst du dazu? Nala? Was sagt die Nala? Da kommt der Elias wieder. Dann gehen wir mal weiter. Carolinensiel waren wir letztes Jahr schon mal. Super süßer Ort. Ja. Aber über die Harley hier kann man mit einem kleinen süßen Raddampfer fahren. Ja. Ja. Wie lange schon bist du auch dabei? Ja. Ja. Und jetzt suchen wir uns gleich mal was zum Essen, ne? Ansonsten muss der Papa wieder die Luisa essen. Ja. Ja. Ach so, Carolinensiel liegt vor Harlesiel. Das ist quasi da, wo der Hafen ist und da, wo der Campingplatz ist. Und von Harlesiel kann man mit dem Schiff nach Wangerooge fahren. Ne, Luisa? Ja. Luisa weiß das alles. Ja. Ja. Wo sind denn die anderen schon wieder? Ja. Schon wieder verloren? Ja. Ihr müsst stolzieren. Ja, besser. Sehr gut. Geht doch. In das Auto. Jetzt kommt doch noch ein Auto und macht uns hier den Blick kaputt. Unterpaar. Ja. Die trifft auch noch, meine Güte. Auch zwei. Unglaublich. Alle zwei. Die führt hier mit 2 Schlägen. Nach ich führe Bahnen? Nach 5 Bahnen. Meine Güte. Ich führe auch mit 2 Schlägen. Ja, ja. Hinten. So, die junge Dame spielt schon da. Schon in der nächsten Bahn. Früh übt sich. Super schöne Anlage, die gab es letztes Jahr noch nicht hier in Harlesiel. Und wir kämpfen uns mal durch. Ich glaube, das sind 12 Bahnen. Ich gebe das jetzt mal hier weiter, weil ich muss jetzt wieder schlagen. Die spielen mit unterschiedlichen Bällen. Der Elias hat gelb, der Papa hat blau, die Prinzessin hat natürlich rosa, ich habe lila. Die spielen jetzt alle vom Abschlag ab, da hinten rein irgendwie. So könnte man spielen. Guck mal, Luisa, nochmal. Luisa außer Konkurrenz. Und alle spielen das erstmal. Bis alle Bälle hinten sind. Wir haben Gold. Ist Elias. Ja. Ja. Und. Wow, was ein Schlag. Elias wird in der Tat immer besser.
Jetzt ist Mama. Ich gebe mir ab. Mama Tia. Wir gehen jetzt mal nach hinten, meine Damen und Herren. Und gucken von vorne dem Favoriten zu, von hinten. Oh, ich hab die Bahn verlassen. Da ist ein Caddy auf der Bahn. Der hat den Ball abgelenkt. Wo ist dein Ball? Wir haben gar nichts mitgekriegt. Ja, er ist von der Bahn geflogen. Warum? Ja, die Wellen. Die Wellen. Oh, der Favorit schwächelt, meine Damen und Herren. Der schwächelt. Aber der zweite kommt gut. Ah, oh, der wäre vielleicht sogar reingegangen. Der zweite Schlag. Da ich hier weit weg liege, bin ich wieder dran. Ja. Was sind denn die anderen Regeln? Das sind nämlich die besonderen Regeln. Der, der jetzt am weitesten entfernt liegt, darf als nächstes spielen. Darf natürlich auf den nächsten Platz kicken. Der macht natürlich gut zwei. So, wer ist jetzt als nächstes? Sieht so aus, als ob die Mama dürfte. Weil Mama Tia. Irgendwer hat den Elias angeschubst. Das Mama Tia, warte, ich muss wieder filmen. Elias, du bist ja halt nicht lange genug. Hast so gut gespielt. Favorit gibt sich keine Blöße, meine Damen und Herren, bei den Olympischen Spielen. Nur du, ja. Gut. Der zweite war das. Sehr gut. Wir melden uns später wieder, meine Damen und Herren. Ich soll bloß kein Video machen. Ich komme. Kuckuck, sag mal Kuckuck. Ich komme nicht mehr raus. Schatz, ich kann dich da liegen lassen. Tritt sich das fest. Nein. Aber das Problem ist, deine Beine liegen im Weg. Dann gib mir mal dein Händchen. Ich zieh dich mal raus. Nein, du steckst leider fest. Au! 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 Au, ja, danke. Tritt sich nicht fest. Heieiei, was machst du hier mit, ey? Schatz, komm mal hoch. Kannst du da laufen, schicke Unterhose. Leute, guckt euch mal an. Meine Frau, ganz schön schick, oder? So, guten Morgen, Leute. Heute geht's rüber nach Wangerooge auf die Insel. Was wir da so sehen, da nehmen wir euch einfach mal mit. Bis später. Zusammen auf Wangerooge angekommen. Das ist am Ziel. Alle total begeistert. Ja, ich möchte was frühstücken. Wo ist meine Tochter? Kuckuck. Und jetzt gehen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo Frühstück kriegen. Ne? So, jetzt haben wir hier Frühstück. Und jetzt sitzt mein Sohn hier auf einem Seehund, Robbe, was auch immer. Okay, jetzt brauche ich ein Foto von dir. Die Tochter ist wieder beleidigt, so wie immer. Da kommt sie. Elias, bitte. Runter. Komm, jetzt schubst ihn runter. Also die Küste, was man hier sehen kann, der Strand ist schon mal sehr schön auf Wangerooge. Hier gibt es keinen Autoverkehr. Deswegen auch keine Autofähre. Bisher, was wir gesehen haben, die Innenstadt und alles. Sehr schön. Und wir gucken mal weiter. Wieso kennt er mich? Die nächste besteigt den Seehund. Kommen wir mal, wir filmen uns gegenseitig. Nee, ich will ein Foto machen. Ja! Endlich, ohne Elias. Guck mich an! Guck! Nein, Elias, sag nach, guck mich an! Du sollst mich an!
Papa, Papa, halt deine Tochter. Oh je, ganz ruhig. Ganz ruhig. Aber sitze, guck mal. Super, Luisa. Wie kommst du jetzt runter? Soll ich dir helfen, los? Soll ich dir helfen? Nein. Draufbleiben? Ja. Sag mal, Kuckuck. 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 Lass mich. Nicht fallen, Schatz. Ja. Eben bist du schon runtergefallen. Elias, vorsichtig. Guck mal hier, ich falle. Das ist ein süßes Kind, Leute. Aber das ist meins, kriegt ihr nicht. Ja, ja. Ja, ja. Und das ist ein genauso süßes Kind. Kriegt ihr auch nicht, auch meins. Und die gibt auch nicht. Willst du mich echt nicht lassen? Nein, meine. Hast du eben noch gesagt, ich will wieder schwanger. Alles meins. Dann gucken wir mal weiter. Heute noch ein schönes Drachenflugwetter. Morgen geht's nach Hause. Wo ist er? Da ist er. Elias übt sich als Flieger. Mama lenkt den Kleinkinderdrachen. Das Wetter ist nochmal ganz ordentlich. Windig, heiter bis wolkig. Leider geht's morgen nach Hause. Nach 4 Wochen. Dann werde ich mich mal dran geben, das Video zu schneiden und hoffe, da kommt ein bisschen was Ordentliches für euch zustande. Wir üben noch. Irgendwann wird's perfekter sein. Aber ein bisschen was haben wir gefilmt. Werdet ihr dann ja sehen. Ich denke mal, gleich gehen wir noch mal essen. Im Wattkicker da oben, da hinten, stelle ich euch in der Campingplatzbeschreibung vor. Sehr lecker, vor allem Fisch. Viele Grüße an Oliver von Olivers Reisen. Guckt auch mal in den Kanal rein, lohnt sich auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal zu den Zicken. Hallo Zicken, alles in Ordnung? Nee. Wie ne? Lass sie immer abkriegen. Die Mama übt sich nämlich, habe ich ja gerade schon gesagt, am Kleinkinderdrachen und hat ihre liebe Mühe. Das ist überhaupt nicht wahr. Schatz, sie klappert mit den Loopings. Das klappt ganz gut. Da sind beide Drachen mal zusammen. Oh, guck mal, die Luisa kann das viel besser. Komm, ist die Luisa dran? Ist der Drachen ruhig, ne Luisa? Ja. Ja. Du machst das perfekt. Sag mal hallo. Hallo. Sag mal hallo. Hallo. Hallo, Luisa. Nala ist am Wohnwagen. Bisschen ausruhen. Der Drachen, wie ist es einiges los? Außer für die schönen Windmatten, wo ich ja auch Berlin gekauft habe, ist heute ein bisschen viel Wind. Und ich habe keinen Bock, selber durch die Gegend zu fliegen. Elias singt. Nachwuchspilot. Ey, guck mal, ich kann einen Trick. Ich kann einen Trick. Das Ganze in Drachen erschrecken. Und jetzt? Wieder hoch. Und jetzt wieder hoch. Wir gehen mal hinter den Elias, jetzt zeigt er unseren Supertrick. Nein. Ja, was macht denn der Drachen da oben? Schwebt doch noch. Ja, er schwebt noch. Toller Trick, oder? Super. Du bist bald Profiflieger. Hallo, Unterflieger. Nach hinten folgen. Ah, weißt du, was ich mit euch jetzt mache? Ich gebe euch jetzt nochmal ans Wattenmeer, denn im Moment ist weniger Watt und mehr Meer. Nee, Elias, mach mit dem Drachen auf.
das ist der große Nachteil am Wattenmeer. Manchmal ist Wasser da, dann guckst du weg, drehst dich um und kein Wasser mehr zu sehen. Gibt auch ein paar Bekloppte, die bei 17, 18 Grad schwimmen gehen. Meins wär's nicht. Wir gucken jetzt mal hier ins Wasser. Scheint höchsten Stand zu sein. Einige, die hier schwimmen. Nein, wir gehen wieder zurück, da kommt die Lulu. Na komm, Händchen. Gehen wir wieder zurück, ne? Elias. Ich hoffe, der Drache überlebt das. Das ist nämlich schon ein Lenkdrachen, den Elias da fliegt. Moin Leute, nochmal aus Halesiel, wie man hier ganz gut und eindrucksvoll sehen kann. Hier regnet es, grau in grau seit Stunden. Morgen ist unser Urlaub vorbei. Dann werde ich mal gucken, wie ich unseren schönen Urlaubsfilm zusammenschneide, ob dabei was Ordentliches rauskommt. Und das werdet ihr dann ja sehen, wenn ihr das hier hört. Wir hoffen, dass es euch dann etwas gefällt. Die Frau grinst. Und werden es dann, wenn wir Fehler feststellen oder Schlechtes feststellen, im nächsten Urlaub einfach besser machen. Das soll es dann nach unserem Urlaub 2021 gewesen sein. Wir grüßen euch ganz herzlich. Tschüss, tschüss.